Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fire Department 3, der Brand im Eurotunnel. Realistisch starten. Gar nicht lang gefackelt. Weißt du, wegen Feuer. Na, ist egal. Und los geht das. Interessiert mich alles nicht. Hauptaufgaben: zivile Opfer einschränken. Wieder sehr, sehr pessimistisch. Nach einem schrecklichen Zugunglück im Eurotunnel sind viele Menschen in einem Inferno eingeschlossen. In einem Inferno, mein Gott. Okay, Bereich ist 100 mal 100 Meter, ist noch kleiner als vorher. Umgebung Schwerindustrie. Ja, im Eurotunnel ist ja immer Schwerindustrie. Was? Beton und Stahl. Zivilpersonen sind auf jeden Fall da. Typ A 90, Typ B 10%. Ich weiß gerade nicht, was Typ B ist. Ich vermute elektrische Feuer. Weil das da eben auch so Funken geschlagen hat. Okay, was haben wir denn? Wir haben einmal Bergung, zwei Feuerwehrmänner, einen Frank mal wieder und einen Notarzt. Ich finde das super, dass wir immer einen Frank dabei haben. Die Reise ihrer Feuerwehrleute nach England vor Eurotunnel wurde wegen eines unerwarteten Funkenalarms abgebrochen. Zum Glück ist ihr Waggon nicht schwer beschädigt und sie alle sind unversehrt. Ja, ich sag ja, es wird immer so ein bisschen... Suchen Sie den Ausrüstungsraum. Nehmen Sie Feuerlöscher und machen Sie sich bereit, das Feuer zu bekämpfen und Personal zu retten. Es wird immer so eine kleine Geschichte erzählt. Offenbar ist mein Team jetzt unterwegs von Frankreich nach England und dabei ist natürlich... Ihre erste und primäre Aufgabe besteht darin, die Kommunikation mit der Zentrale herzustellen. Im Eurotunnel Feuer ausgebrochen. Okay, ich muss also zuerst mit der Zentrale Verbindung aufnehmen. Wie soll ich das denn machen? Außerdem ist hier... Oh, hier brennt es auch. Okay, jetzt sieht man die Feuer. Es brennt überall. Und die Leute sind höchstwahrscheinlich im Zug. Was machen wir denn? Das ist Bergung, nehme ich an hier. Jo. Was machen wir denn mit dem? Tja, ist die Frage. Ich würde sagen, da ich die Situation im Moment noch so gar nicht kenne, gehe ich das Ganze mal frontal an. Guck mal, dass ich hier vorne ein bisschen was lösche. Stopp. Aber ein Feuerwehrmann schicken wir hier rein. Weil hier ist... Ne, hier ist doch nichts. Ich dachte, hier könnte ich irgendwas ein- oder ausschalten, aber... Hier ist nichts und niemand. Egal. Action. Löschen, Freunde. Löschen. Elektrotechnische Brandursache. Oh, Feuer shit. Kann nicht bekämpft werden. Oh, shit. Ja, Chef. Was mache ich denn dann? Ist das überall so? Was mache ich denn dann? Chef. Moment, ich brauche irgendeinen normalen Feuerwehrmann. Ich kann aber auch nichts machen hier. Ich kann nicht irgendwie anderes Löschmittel nehmen oder so. Ich muss gucken, dass ich hier irgendwie klarkomme. Na gut, dann gehen wir das Ganze doch von hinten an. Ja, hier sind natürlich überall Rauchgase, weil der Eurotunnel natürlich jetzt auch nicht mehr belüftet ist. Warum das der Fall ist, weiß jetzt niemand so genau, aber es scheint der Fall zu sein. So, kann ich hier irgendwo... Ja, mach mal hier die Tür kaputt. Dauert zwar was länger, die einzuschlagen, aber ich habe Angst vor einem Backdraft. Ich höre. Okay, da ist aber auch nichts drin. So gar nichts. Scheiße. Ja, dann lösche ich, was ich löschen kann. Ja, hier ist natürlich schon Flashover passiert, das ist, wenn die Rauchgase wieder Feuer fangen. Das ist hier überall passiert. Aber da kann ich im Moment überhaupt nichts dran machen. Ich könnte mit dem hier, aber das wird alles immer wieder neu ausbrechen. Na egal, ich versuche das mal hier so ein bisschen unter Kontrolle zu halten mit einem Mann. Naja, aber das ist ja, das ist alles elektrisch hier, da kann ich nichts machen. Mehrzweckstation. Okay, hier können sie wenigstens irgendwie löschen. Okay, da komme ich definitiv nicht durch, weil da... Oh, den muss ich im Auge behalten. Der muss auf jeden Fall immer rennen. Das ist mein Libero. Der rennt immer dahin, wo es gerade brennt, wie man so schön sagt. Stellen Sie eine Verbindung zur Zentrale her, um Befehle irgendwas. Okay, pass auf, mach mal die Tür hier auf und bitte kein Backdraft. Scheiße, Backdraft, ich wusste es. Okay, retten. Retten, bergen, Feuer löschen, oder wie hieß das? Fuck, das war natürlich jetzt nicht so richtig clever.
Okay, sobald der Mann wieder fit ist, könnt ihr hier mal anfangen zu löschen. Ist der Mann wieder fit? Warum ist der Mann nicht fit? Löschen? Hallo? Trägt den jetzt? Nein, du sollst den nicht tragen. Leg ihn hin. Und... Das Funkgerät wurde zerstört. Ja, ich wusste ja auch gar nicht, wo das Funkgerät ist. Da geht's ja mal schon mal los. Irgendwie das Gefühl, dass die Mission mindestens immer einmal scheitern muss, weil ich zu wenig Informationen habe. Weiter. Hey, Mission starten und noch eine halbe Stunde Erklärung. Die Reise der Leute nach England über Eurotunnel wurde wegen eines unerwarteten Zugunglücks abgebrochen. Zum Glück ist Ihr Waggon nicht schwer beschädigt. Sie alle sind unversehrt. Suchen Sie den Ausrüstungsraum. Nehmen Sie Feuerlöscher und machen Sie sich bereit, das Feuer zu bekämpfen und Personal zu retten. Okay, rauszoomen. Sie haben eine neue Aufgabe. Pause, alle auswählen und da sofort, aber sofort. Ihre erste und primäre Aufgabe besteht darin, die Kommunikation mit der Zentrale herzustellen. Genau, das war mein Plan. Zum Glück gibt es hier also wieder so Nachfüllstationen, also Fahrzeuge. Davon auszugehen, kann ich im Eurotunnel natürlich nicht benutzen. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo das Funkgerät ist. Und dass das meine primäre Aufgabe ist, erstmal dahin zu kommen, so schnell wie möglich offenbar. Wie bei der letzten Mission auch schon, wo es am Anfang hieß, die Generatoren müssen gelöscht werden und irgendwelche Virentanks müssen gerettet werden. Aber es stand ja nicht dran, wo welche das sind. Wobei, zugegeben, wenn ich einen Blick auf die Minimap werfe. Ja. Ich sag da jetzt einfach mal nichts mehr zu. Ich sag einfach mal, das Spiel hat mir keinen Hinweis gegeben. So. Das stelle ich jetzt einfach mal fest. So, und nein, bitte nicht befreien. Ich will irgendeinen normalen Feuerwehrmann. Hier. Axt, Tür. In Verbindung bringen. Sie haben eine neue Aufgabe. Was habe ich jetzt? Schützen Sie die Kommunikationsausrüstung vor dem Feuer. Ja, ja. Da sieht man sogar den verdammten Balken. Okay. Ja, wir müssen erst hier löschen. Komm, könnt den Zug von mir aus brennen lassen. Die Leute sollen alle verrecken. Wichtiger ist hier diese Anlage zu schützen. Oh Mann. Okay, und irgendeiner muss den hier mal bedienen. Sie haben eine Ihrer Aufgaben erfolgreich abgeschlossen. Immerhin. Was bringt mir das denn jetzt? Die Verbindung ist hergestellt, ja. Herzlichen Dank. Und jetzt? Was? Nehmen Sie die Anweisung entgegen Sie und beachten Sie sie genau. Suchen und aktivieren Sie den Generator für die Lüftung. Wie warten? Moment, da ist irgendwo der Generator für die Lüftung. Feuerwehrmann? Generator, Lüftung, wo? Ah, hier. Lieber doch mit der Axt. Kämpf dich mal durch und mach das mal nicht alleine. Ich glaube, ich schicke dir noch einen mit. Alter, der ist schon fast down. Wie kann der denn so viel Lebensenergie verloren haben? Stand der mitten in den Flammen oder was? Warum machen denn die sowas? Ja, löschen, Freund. Löschen. Nicht hin und her laufen, löschen. Meine Fresse. Ohne Witz, die KI ist echt zum Brüllen manchmal. Weiter geht das. Nee, pumpt euch mal gerade hier wieder auf. Genau, du auch. So, weiter geht's. Okay, die versuchen da so ein bisschen den Zugbrand unter Kontrolle zu halten. Währenddessen schneidet das Feuer schon wieder alles ab. Das ist eine Katastrophe. Das Ausmaß der Katastrophe, kann ich euch jetzt schon sagen, wird wieder katastrophal. No pun intended, wirklich. Manchmal bietet es sich einfach an. So. Ja, das Problem ist tatsächlich die mangelnde Belüftung, weil hier tatsächlich überall diese Rauchgase wieder Feuer fangen. So, jetzt bitte. Genau. So, du hilfst hier mal. Bisschen nachlöschen. Mit der Belüftung brauche ich weniger Angst vor Flashovers zu haben. Dann dürfte das hier alles ein bisschen besser belüftet werden. Dafür ist die Belüftung ja schließlich da. Der Strom ist eingeschaltet. Sehr gut. Arbeitet die Lüftung jetzt?
Sag nicht, ich muss die Dinger einzeln einschalten. Ja, wir haben hier aber noch Elektrobrände in der Nähe der Kabelbrüche. Das habe ich auch schon bemerkt. So, wieder rauszoomen. Ja, wir haben trotzdem noch Elektrobrände. Ja, was habe ich denn jetzt für eine Aufgabe? Empfangen Sie weitere Anweisungen. Ach, super. Einer Ihrer Männer ist schwer verletzt. Was? Frank ist tot. Nein! Warum? Jetzt mal ohne Witz. Die KI ist zum Schreien. Der hat einfach nur die Aufgabe... Ich habe den nicht mal gesteuert. Ich habe den irgendwo hingestellt, wo es sicher ist. Da sollte der Brände löschen. Und der stirbt einfach so. Was soll ich denn dann machen? Ich kann doch nicht permanent auf meine Leute aufpassen und gucken, dass die nicht im Feuer stehen. Ich meine, welchem Feuerwehrmann muss ich erzählen, dass man sich nicht mitten ins Feuer reinstellt? Ist doch wahr. Wurde wegen eines unerwarteten Zugunglücks abgebrochen. Ja. Zum Glück ist Ihr Waggon nicht schwer beschädigt. Okay. Sie alle sind unversehrt. Mhm. Suchen Sie den Ausrüstungsraum. Nehmen Sie Feuerlöscher und Feuerlöscher. Sie sich bereit, das Feuer zu bekämpfen. Feuer bekämpfen. Wahnsinn. Das ist ein super Plan. Sie haben eine neue Aufgabe. So, stopp. Ja? Was mache ich? Ich lasse einen Feuerwehrmann hier. Und die restlichen schicke ich darüber. Ihre erste und primäre Aufgabe besteht darin, die Kommunikation mit der Zentrale herzustellen, um Anweisungen entgegenzunehmen. Aha. Jetzt geht's nämlich noch. Okay, du stellst dich schon mal dahin. Das machen wir gleich. Da brauchen wir auch keine große Angst haben, dass hier sofort ein Feuer ausbricht. Okay, der andere Feuerwehrmann guckt, dass er so schnell wie möglich dahin kommt. Vielleicht sollte ich auch mit den anderen schauen, dass ich da so schnell wie möglich einen Pfad hin mir bahne. Nee, da. Nicht da löschen, da hinten löschen. Genau. Puh, okay, ein bisschen Flashover haben wir schon, aber es steht noch nicht alles in Brand hier. So, Sie du? Haben eine neue Aufgabe. Genau. Verbindung zur Zentrale, bla bla. Schützen Sie die Kommunikationsausrüstung, alles klar. Löschen. Sofort alle löschen. Gar nicht ohne. Also, wie gesagt, wenn man nicht weiß, wo was ist und was von mir verlangt ist, dann ist das echt schwer. Sie haben eine Ihrer Aufgaben erfolgreich abgeschlossen. Das ist schön. Nein, nein, nicht weglaufen. Was machst du? Bleib hier drin. Mach die Lüftung an. Der Strom ist eingeschaltet. Sehr gut. Arbeitet die Lüftung jetzt? Ja, wir haben hier aber noch Elektrobrände in der Nähe der Kabelbrüche. Sie haben eine Ihrer Aufgaben erfolgreich okay. abgeschlossen. Kurz nochmal Pause. Sie haben eine neue Aufgabe. Also, hier steht noch nicht alles in Brand und die Lüftung ist jetzt eingeschaltet. Okay, die stehen nicht mitten im Feuer hier. Das ist auch schon mal ein Vorteil. Eieiei. Okay, ja, der guckt mal, dass er hier die Brände so ein bisschen unter Kontrolle hält. Wir haben immer noch Rauchgase, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass... Ja, es wird schon weniger. Die Gefahr des Flashovers ist mittlerweile ein bisschen geringer. Okay, pass auf, wir schicken nochmal zwei nach hier unten. So, da sind noch Elektrobrände. Empfangen Sie weitere Anweisungen. Wie soll ich... Ach, muss ich da jetzt nochmal hin? Warte, dann machen wir das. Dann gehe ich da nochmal hin. Sie haben eine Ihrer Aufgaben erfolgreich abgeschlossen. So, schalten Sie den Generator aus, löschen Sie die Elektrobrände um den... Was? Ich muss irgendeinen Generator ausschalten. Okay, hier ist der Rotkreuzraum, das ist schon mal okay. Aber wo ist der Generatorraum? Schalten Sie den Generator aus. Freunde? Ich sehe hier keinen Generator, vielleicht da drin? Da drin? Da? Okay, da komme ich schon mal nicht rein. Da auch nicht. Okay, kein Generator. Dann zurück. Generator. Wo könnte ein Generator sein? Die Türen sind geschlossen. Hier vielleicht. Da vielleicht. Ja, okay. Warten wir mal ab. Also der löscht das da oben weg.
könnte ein bisschen Verstärkung gebrauchen. Ich habe das Gefühl, dass ich immer irgendwie zu wenig Feuerwehrleute habe. Oder sagen wir so, ich habe genau so viele Feuerwehrleute, dass es gerade echt schwierig ist, das Ganze unter Kontrolle zu halten. Okay, muss aufpassen, dass mir hier keiner abnippelt. Weil er mitten durchs Feuer läuft. Feuerwehrmann, der mitten im Feuer stehen bleibt. Was, Moment, das habe ich aber doch schon betätigt. Zu Befehl. Ja, genau, löscht das hier noch. Und dann drückt nochmal auf den Knopf. Soll das... Ist das jetzt hier auch der Generator oder mache ich jetzt hier die Lüftung wieder aus? Was passiert denn jetzt? Okay, Sekunde. Kann der hier, der hat eine Axt, der kann diese Tür mal aufmachen. Schalten Sie den Generator aus. Das habe ich schon mal geschafft. Ah, und jetzt sind auch die Elektrobrände einfach verschwunden. Guck mal, aber hier brauche ich denn die Bergung. Oh, okay, Sekunde. Gerade nochmal ein kleines Päuschen machen. So, die beiden kümmern sich hier unten um den ganzen Kladderadatsch. Könnte der gerade mal mithelfen? Okay, das sind drei Leute, die sich um den unteren Tunnel kümmern. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Nee, das ist nicht clever. Ja. Dann würde ich sagen, kümmert der sich hier mit um die Feuer da oben. Wo ist meine Bergung? Da ist meine Bergung. Genau, und die kämpfen sich hier mal nach rechts weiter durch. Ja, nur weiter. Immer schön geradeaus. Das hier ist fies. Das ist echt ein großes Feuer. Leute, habe ich noch keine gerettet. Da vorne brennt es natürlich auch ganz fies. Okay, die beiden kümmern sich um den hinteren Teil. Der hier vorne versucht sich da... Das ist Quatsch. Ich muss da rein. Die müssen gucken, dass sie erstmal da vorne das Feuer auskriegen. Das ist ansonsten Quatsch. So, die beiden sind da gerade fertig. Perfekt. So, dann dürften wir das Feuer im unteren Tunnel hier erstmal unter Kontrolle haben. Und die drei gucken, dass sie da oben klarkommen. Wenn die beiden hier unten fertig sind, dürfte jetzt nicht mehr so lang dauern. Dann können die sich um den hinteren Zugteil kümmern, wo kaum noch jemand lebendig draus zu bergen ist, so wie ich das hier sehe. Okay, wo ist mein Bergungsmensch da? Ja, das noch weglöschen, genau. Dann machen wir mal die Tür auf. Okay, mach ruhig mal alle Türen auf. Mach ruhig mal erstmal die Türen auf. Kann der auch die Tür aufmachen? Da muss ich jetzt eigentlich nicht mit dem Werkzeug ran, wa? Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Das sieht schon mal ganz gut aus. So, die beiden noch nach da oben. Und der Notarzt kümmert sich mal hier um die Verletzten. Und der auch. Ich glaube, das ist im Moment auch das Wichtigste, dass wir hier ein bisschen uns um die Verletzten kümmern. Das Feuer ist, glaube ich, gar nicht mehr so wichtig. Aber trotzdem, wir sollten gucken, dass das nicht so komplett außer Kontrolle gerät. Das sieht ja bisher ganz gut aus. Hier ist aber immer noch extrem viel Rauch drin. Ja, hier rein. Nee, hier rein. So. Muss ich das denen jetzt ernsthaft persönlich sagen? Ach, der kann gar keine Leute retten. Ja, dann lösch, Junge. Dann lösch. Dann hole ich mir... Ja, okay, lade dich erstmal wieder auf. Okay, und dann kannst du aber trotzdem hier mithelfen, die Leute zu retten. Ja? Nicht mitten ins Feuer stellen. Das ist unglaublich. Unglaublich. Ich höre. So. Kann ich den hier abladen oder so? Hallo? Ich soll die doch hier reinbringen, oder nicht? Hä? Moment. Erste Hilfe leisten. Okay, gut. Einfach in den Raum reinlegen und den Rest
Machen wir dann später. Ja. Ich dachte, das würden die automatisch machen, so wie sie es beim Krankenwagen zum Beispiel automatisch machen. Oder im Rettungswagen, wie auch immer. Dass die Leute dann da automatisch hinbringen und auch einladen. Nee, hier muss ich das denen persönlich mitteilen. Dass sie doch bitte... Oh, oh. Doch bitte die Leute retten sollen. Du sollst die Tür aufmachen. Hallo? Jetzt hört der nicht mehr auf mich. Was ist denn da los? Okay, jetzt nochmal. Diese Tür. Nein, du sollst die Tür auf... Das ist egal. Dann löscht halt, aber stellt euch nicht mitten ins Feuer, Freunde. Stellt euch bitte nicht mitten ins... Was macht der denn da? Der steht mitten im Feuer. Ja, so verreckt mir die Leute natürlich. So, abladen. Du auch. Hallo? Ihr sollt die... Das gibt's doch nicht. So. Ich höre. Das muss ich drücken. Oh Mann, oh Mann. So, das ist der letzte. Dann kann ich Frank schon mal wieder zurückschicken zum Löschen. Okay, hier unten sind alle Feuer aus. Ist tatsächlich nur noch dieser Zug und da der obere Teil. Das ist auch nicht so schön, dass es da brennt. Ach Junge. Muss ich euch denn alles einzeln sagen? Bringen Sie die Menschen in den Schutzraum. Ja, ich hoffe mal, das ist die letzte Aufgabe. Feuer ist zu weit entfernt. Nö, dann lass brennen. Ich glaube, die Feuer da hinten kann ich tatsächlich gar nicht löschen. Ich muss einfach nur die Leute hier zurückbringen und dann ist auch schon wieder gut. Ich denke mal... Sie haben eine Ihrer Aufgaben erfolgreich abgeschlossen. Oh Gott, empfangen Sie weitere Anweisungen. Eine neue Aufgabe. Im Ernst? Ja. Okay, Frank, dann empfang mal weitere Anweisungen. Was jetzt? Was kommt jetzt? Sie haben eine Ihrer Aufgaben erfolgreich suchen abgeschlossen. Suchen und versorgen dieses vermisste Brandinspektorenteam. Sie haben eine neue Aufgabe. Ach du Scheiße. Okay, stopp, Pause. Suchen und versorgen Sie das vermisste Brandinspektorenteam. Suchen Sie den Lüftungsschacht zum Navigationsraum. Steigen Sie dort ein. Okay, hier ist irgendwas... Hier auf der Minimap. Ich bin ja lernfähig. Da ist irgendwas, aber diese Tür kann man, glaube ich, nicht benutzen. Nee, kann man nicht. Also da komme ich erstmal nicht rein. Das heißt, ich muss hier... Ah, hier muss ich irgendwie hin. Das ist ein ganz normaler Feuerwehrmann. Der kann erstmal wieder auftanken. Ja, Chef. Ja. Genauso wie Frank das gleiche machen wird. Und dann wird er hier das mal aufmachen. Bereit. Okay. Ja, hier stehen zwei Spezies ein bisschen rum und tun gar nichts. Aber wir haben die Leute alle gerettet. Der Brand ist halbwegs unter Kontrolle. Genau, Abmarsch. Sie haben eine Ihrer Aufgaben erfolgreich abgeschlossen. Oha. Sie haben eine neue Aufgabe. Löschen Sie das Feuer im Navigationsraum, dann machen wir das doch. So, ich hatte da drei Leute reingeschickt. Hallo, ich hatte dich auch da reingeschickt. Sehr gut. Läuft. Ich glaube, das läuft. Ich glaube, das dauert nicht mehr allzu lang. Ja, da sind, genau, die Leute im... Also das Brandinspektoren... Brandinspektoren. Ist auch ein bisschen sarkastisch, dass es jetzt hier brennt. Während ein Brandinspektorenteam hier unterwegs war. Also eigentlich sind die Feuerwehrleute echt clever genug, nicht ins Feuer zu laufen, weil wenn ich die irgendwo hinschicke, wo ein Feuer davor ist, wo sie nicht hinkommen deswegen, dann kriegen sie das hin. Sie haben eine ihrer Aufgaben erfolgreich abgeschlossen. Okay, was kann ich da machen? Das kann ich nicht. Was? Sie haben eine neue Aufgabe. Das kann ich nicht. Das kann er nicht, wa? Wer kann denn das? Zu Befehl. Bereit. Wer kann das denn? Bergung? Kannst du das? Das kann ich kann nicht. Er nicht. Ja? Ja, dann Abmarsch zu den Brandinspektoren, schätze ich mal. Ja?
fürchte, die muss ich erstmal retten. Ach, das sind die. Das ist das Zusatzteam hier. Technischer. Ach, da brauche ich einen technischen Leiter für. Pass auf, dann mach du dich gleich mal daran, den technischen Leiter wieder auf die Beine zu bringen. Und steht wieder. Wunderbar, dann kann der sich gleich mal darum kümmern. Ja, Chef. So, und der rettet mal die restlichen Leute hier. Sie haben das Navigationssystem wurde repariert. Wir müssen das Feuer auf den Schienen löschen, bevor der Zug eintritt. Welches Feuer auf den Schienen? Sie haben eine neue Aufgabe. Okay, schon erledigt. Alles klar. Schon erledigt. Ich glaube, da haben sie... Ach du Scheiße. Nicht so wirklich damit gerechnet, dass ich tatsächlich das Feuer auf den Schienen schon vorher lösche. Aber es ist tatsächlich schon passiert. Okay, bringen Sie die Opfer und Feuerwehrleute zum Zug und verlassen Sie den Ort. Also, jetzt muss ich die Leute hier evakuieren. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, Abmarsch. Das Feuer kann uns gerade mal gestohlen bleiben. So, die schicken wir hier hin. Die sollten eigentlich auch alle wieder stehen. Dann schicken wir die auch mal hier hin. Den auch mal. Das. Nein, warte. Oh, stopp, stopp, stopp. Wo ist mein Mediziner? Hier. Einmal auf den Rückweg. Der muss noch gerettet werden, da. Ja, Chef. Bringen Sie die Opfer und Feuerwehrleute zum Zug. Ich höre. Ich kann diese Leute nicht aufheben hier. Oder kann ich doch? Ah, okay, es passiert nicht automatisch. Ich muss dieses Symbol... Ach nee, der kann das gar nicht. Der kann das gar nicht. Der kann schon mal Abmarsch machen. Ja. Ah, verstehe. Der konnte einfach nicht retten. Bereit. Okay, die beiden stehen auch wieder. Abmarsch. Gut gemacht. Sie haben eine Zivilperson gerettet. Ja. Nein, nicht zurücklaufen. Okay, wir haben alle Zivilpersonen jetzt hier rausgeholt. Oh, die Feuerwehrleute müssen noch raus. Sie haben eine Zivilperson gerettet. Ich glaube, dann haben wir es aber auch. Jawohl. Jawohl. Okay, Dauer des Einsatzes ging. Zivilopfer keine. Feuerwehrleute auch keine verstorben. Verletzungen. Ja, okay. Aber hält sich noch im Grenzausmaß der Katastrophe. Kann ich nichts machen. Ich weiß echt nicht, was ihr da von mir wollt. Wie soll ich das Ausmaß der Katastrophe... Ich habe sämtliche Feuer gelöscht, sobald sie da waren. Alle Aufgaben gelöst, sobald ich sie konnte. Ich weiß nicht, was Ausmaß der Katastrophe zu bedeuten hat. Aber bitte. Mission erfolgreich abgeschlossen. Bewertung gar nicht mal so schlecht. Und es geht nach England, wenn ich das richtig verstanden habe. Jawohl, in die Feuerwerksfabrik. Interessant. Feuerwerksfabrik. Das ist ein Brand natürlich besonders schön für die Anwohner, die das dann sehen dürfen. Na gut, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen und wie immer gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat und einen Kommentar freue ich mich natürlich immer, immer riesig drüber. Lese ich auch alle durch, meistens antworte ich auch. Manchmal auch nicht. kann nichts versprechen. Trotzdem, gerne kommentieren, Daumen hoch oder runter, wie es euch gefällt und bis zum nächsten Mal.